Und wir schauen direkt nach Bremen. Dort steht Ines Arland und wir sind gespannt auf die Reaktionen aus Bremen. Sehr gerne, Helge Fuß. In der Tat ist es so, dass es hier heute eine ganze Menge Gewinner gibt, aber eben auch ein paar Verlierer. Schauen wir mal ein bisschen, wie die Wahrnehmung war. Das war nicht so enthusiastisch wie in Berlin. Das war eher gemessen bei der SPD. Das war ja erwartet worden. Ein Minus im höheren einstelligen Bereich. Und da muss man auch schauen, wie man damit umgeht. Aber es ist alles noch sehr, sehr knapp dabei mit den 24,5, die Prognose sagte, bei der CDU, dass nicht ganz die 30 geknackt, wie man sich gewünscht hatte. Bei den Grünen ein plus 3, bei den Linken auch ein ungefähr plus 3. Und sozusagen die Option, hier ganz vorne mit dabei zu sein. Bei der FDP war das ja, ist das Herzschlagfinale. Die mussten ja sehr zittern. Das ist sozusagen ein Punkt noch. Und auch bei der AfD sozusagen ein Wert, der sagt, okay, mitspielen hier in der Bürgerschaft. Da ist also alles drin und sozusagen ohne Bild nachgetragen. Auch für Bürger in Wut, wo die Latte nicht zu hoch liegt, wo es sozusagen dann reicht, wenn man in einem der beiden Teile tatsächlich die 5 überspringt. Das wäre in Bremerhaven der Fall. Also auch Bürger in Wut kann sich mit dazu zählen. Das sind die Prognosen. Es kann mit den Hochrechnungen, wir haben es gerade gehört, in der Tat wirklich recht lang dauern. Das kann noch 2 bis 3 Stunden dauern, weil es hier so kompliziert ist. Der Wahlzettel 24 Seiten hat und 5 Stimmen und panaschieren und kumulieren hier alles irgendwie möglich ist. Es gibt eine erste Reaktion. Robert Habeck, der Parteivorsitzende der Grünen, zu diesem Ergebnis und zu dem Königsmacherjob. Ja, ich muss danke sagen, dass ich das letzte Jahr mit euch ein bisschen teilen durfte und erleben durfte. Maike hat ja ungefähr 10-mal gemeinsam gesagt. Und ich glaube, das ist der Schlüssel des Erfolgs gewesen. Und es ist überhaupt kein selbstverständlicher Erfolg. Und er ist ein Auftrag für euch. Es ist ein Regierungsauftrag, ohne Frage. Aber er ist eben nicht selbstverständlich. Ihr seid jetzt zum 3. Mal, zum 4. Mal beauftragt worden, eine Regierung zu stellen. So weit in der Regierung und in der Verantwortung zu bleiben, bedeutet eben auch eine große Verantwortung jetzt bei den schwierigen Sondierungen und Koalitionsverhandlungen, dass ihr zu dieser Geschlossenheit gefunden habt nach der schwierigen Neuaufstellung vor einem Jahr. Auch das ist keine Selbstverständlichkeit. Und dass ihr aus dieser keinen Selbstverständlichkeit heraus so eine Dynamik entfacht habt, so eine Aufbruchstimmung erzeugen konntet, das ist was ganz, ganz, ganz Großes. Vielen, vielen Dank dafür. Und das sage ich auch als Bundespolitiker, der ich ja nun heute Abend hier bin. Klar, die Europawahl ist wichtig, aber ihr wisst, dass die Bremenwahl Auswirkungen auf die Atmosphäre in der Bundespolitik mindestens hat, dass so ein Signal für Klimaschutz und für Zusammenhalt in Bremen gegeben wurde. Kann ich nur sagen, Hut ab dafür. Vielen Dank, ihr Bremer Grünen. Und dann will ich nur noch schließen. Ich weiß nicht, ob ihr die Prognosen für die Europawahl auf dem Handy oder sonst wo gesehen habt. Wir haben bei der Europawahl 22% in der Prognose. Und auch das muss ich euch nicht sagen, das ist in allererster Linie ein unfassbarer Vertrauensvorschuss für unsere Partei und eine Riesenaufgabe, die vor uns steht. Das ist ein Verantwortungsauftrag, den wir haben in Bremen wie in Europa. Ich freue mich darauf, den mit euch gemeinsam umzusetzen und heute Abend feiern wir. Dankeschön. Und Robert Habeck, der grüne Parteivorsitzende, er und auch die Bremer Spitzenkandidatin hier später noch am Phoenix-Set. Das ist ein Regierungsauftrag. Also heute Abend ist hier in Bremen alles grün. Damit aber erstmal zurück zu Ihnen, Helge Fuß, nach Bonn, wo die Farben sicher auch noch ein bisschen anders und durchwachsen sind.